Hallo Stadtgärtner. Dies ist eine Mischung an Pflanzen, die dafür gedacht sind, auf dem Beet Nährstoffe zu binden oder neue Nährstoffe zu gewinnen. Hier ist dabei die Phacelia, Bienenweide. Dies ist recht gut für die Fruchtfolge und an den Blüten fressen viele Bienen und ist ein guter Nektar- und Pollenpflanze. Der Klee sorgt dafür, dass Luftstickstoff gebunden wird, genauso wie die Lupine, die hier steht und im Boden eingelagert wird. Diese Kultur bringt eigentlich keine brauchbaren Früchte, bereitet auch den Boden recht gut für die nächste Kultur. Am besten ist es, so eine Mischung anzubringen nach einer Hauptkultur, um in Vorbereitung für das Jahr in der Folge eine passende Kultur zu haben. Auch könnt ihr am Ende der Kultur, wie diese ist, sie einfach umhacken, im Boden einbringen, sodass nochmal mehr Humus in den Boden hineinkommt. Ansonsten könnt ihr euch sehr an den Blüten erfreuen, vor allem an den Bienen und Schmetterlingen, die angeflogen kommen. Ihr müsst allerdings darauf achten, dass bei Pflanzen wie der Lupine hier manchmal lange Wurzeln im Boden zurückbleiben und die entsprechend wieder als Unkraut oder Folgekultur auftauchen. Ansonsten kann man hier sagen, achtet darauf, manchmal sind noch Pflanzen aus der vorhergehenden Kultur dazwischen, die ihr noch ernten könnt, oder ihr habt auch schöne Pflanzen wie diese Spitzwegerichte, die ihr für Tee verwenden könnt. Damit wünsche ich euch viel Spaß und probiert aus und schaut mal, was ihr alles in so lustigen Mischung findet.